Hallo, heute erkläre ich euch die Exzessenthalpie oder auch die Mischungswärme als weiteren Effekt des Mischens von zwei Flüssigkeiten, welche wieder blauer Ethanol und gelbes Wasser sind, so wie bei unserem Versuch zum Exzessvolumen. Diesmal mischen wir 575 ml Ethanol und 1 Liter Wasser, da bei diesen ca. 15 Mol% Ethanol die Exzessenthalpie am größten sein soll. Wie man gesehen hat, haben beide Stoffe eine Ausgangstemperatur von 25,3 Grad Celsius, was 298,4 Kelvin entspricht. Gleich werden wir sehen, welche Temperatur sich im Gemisch einstellt. Die Ursache der Mischungsenthalpie oder Exzessenthalpie liegt in den Unterschieden der Wechselwirkungsenergien der artgleichen Moleküle in den reinen Komponenten und der Wechselwirkungsenergie der verschiedenen Molekülsorten in der Mischung. Ist die Wechselwirkungsenergie verschiedenartiger Moleküle größer als die Wechselwirkungsenergie zwischen den gleichartigen Molekülen, wird beim Mischen Energie in Form von Wärme abgegeben. Vereinfacht gesagt geht es darum, ob sich Moleküle verschiedener Stoffe anziehen oder abstoßen, wobei das Anziehen ein exothermes Mischen bedeutet. Die Menge der Exzess- oder Mischungsenthalpie hängt dabei stark von der Konzentration der Mischung ab. Bei uns hat sich eine Endtemperatur von 32,7 Grad Celsius eingestellt, was 305,8 Kelvin entspricht. Daraus ergibt sich eine Temperaturdifferenz von 7,4 Kelvin zum Ausgangswert. Obwohl unsere Ausgangsstoffe verunreinigt sind und wir hier somit nur qualitativ arbeiten können, errechnet sich hier eine Exzessenthalpie von ca. minus 830 Joule pro Mol für Ethanol, was in etwa dem Literaturwert entspricht. Vielen Dank fürs Zusehen und Mitdenken. Ich hoffe, ihr habt wieder was dazugelernt. Auf Wiedersehen.